Willkommen beim Hörbuch Anna, ein Menschenleben. Die Geschichte der Sinti und Roma am Beispiel des Lebens von Anna Mettbach. Kapitel 1. Was macht Papa so? Komm ruhig rein. Hast du das Video gemacht? Ja, aber das ist schon sehr lange her. Ich glaube, das war so 1999. Da habe ich von Anna Mettbach, das ist die Frau im Video, die Lebensgeschichte aufgezeichnet. Okay. Da habe ich erstmals so richtig vom Umgang mit Sinti und Roma im Dritten Reich gehört. Interessiert dich sowas? Klingt spannender als mein Geschichtsunterricht. Wir haben zwar im letzten Halbjahr das Dritte Reich durchgenommen, aber was genau mit den Sinti und Roma gemacht wurde, das haben wir nicht gelernt. Nur, dass sie auch zu den Opfern gehört haben, das weiß ich. Hast du Lust auf mehr Infos? Das wäre mir sogar eine Hilfe, denn dann kannst du mir sagen, was dich am meisten interessiert. Und es erleichtert mir die Materialauswahl, denn irgendwann wird man betriebsblind, wenn man sich so lange schon mit einem Thema auseinandergesetzt hat. Betriebsblind ist gut. Deshalb liegen da ja auch 3 Lesebrillen auf dem Tisch rum. Ja, pass auf, was du sagst. Also ich mache da ja gerne mit. Aber nur, wenn ich auch ganz, ganz blöde Fragen stellen darf und du mich danach nicht so doof anschaust, wie du es manchmal machst. Habe ich das denn jemals gemacht? Nee, okay. Ich bemühe mich. Ehrenwort. Ist der Film eigentlich im Fernsehen gelaufen? Eine Kurzfassung. Die hat der Hessische Rundfunk ausgestrahlt, aber sonst gab es fast nur Absagen. Das war für mich als Filmemacher schon ganz schön hart. Und warum haben die das nicht gewollt? Der Bayerische Rundfunk hat mir 1999 geantwortet, dass sie schon einen Film über Zigeuner produziert haben. Das würde reichen, da war ich erstmal sprachlos. Da haben die dich ja ganz schön auflaufen lassen. Ja, das kannst du laut sagen, aber was willst du denn über die Sinti und Roma wissen? Also, ich weiß zum Beispiel nicht, wann die Zigeuner hierher kamen und warum und von wo. Erstens solltest du aufpassen und das Wort Zigeuner nicht benutzen. Es sind Sinti und Roma. Das Wort Zigeuner ist eine Fremdbezeichnung und sie wurde immer wieder benutzt, um die Menschen auszugrenzen. Da fühlen sich viele diskriminiert. In ihrer Sprache, dem Romanes, gibt es dieses Wort nämlich überhaupt nicht. Stimmt, tut mir leid. Sinti und Roma, das weiß ich eigentlich. Ist mir irgendwie nur so rausgerutscht. Stell dir mal die Situation im frühen Mittelalter vor. Der Großteil der Bevölkerung lebt damals in Städten und Dörfern und nur ganz wenige haben keinen festen Wohnsitz. Und die, die da unterwegs sind, werden erstmal alle als Zigeuner wahrgenommen. Das heißt also, es gab schon Menschen, die man Zigeuner nannte, bevor die Sinti und Roma überhaupt dazu kamen. Okay, wow. Weißt du, von wo die gekommen sind? Ja, da müsste ich jetzt mal den Historiker rauskramen. Du bist doch Journalist. Ja, aber als Journalist macht man sich ja auch schlau über die Dinge, über die man berichtet. Aber nun zu deiner Frage. Das war damals gar nicht so anders als heute. In Afghanistan war Krieg und viele Menschen sind auf der Flucht. Oh ja. Das war im Mittelalter ähnlich. Die Ursprünge der Sinti und Roma werden im Punjab-Tal zwischen Pakistan und Afghanistan vermutet. Aber weil es nur mündliche Überlieferungen gibt, hat man da natürlich keine 100%ige Quellen. Mhm. Es gab Kriege, Verfolgung, Vertreibung und natürlich auch eine große wirtschaftliche Not, Missernten und Hunger. All das, was Menschen dazu bringt, zu flüchten. Echt? Fast über 500 Jahre kamen immer wieder Gruppen aus dieser Region nach Europa. Und als sie angekommen sind, haben sie nicht nur weiter Not, sondern auch Ablehnung erfahren. Sie wurden verjagt, verfolgt, getötet oder auch nur am Rande der Gesellschaft geduldet. Und wenn du das dann bis zur Anna Mettbach weiterrechnest, dann sind das beinahe 1000 Jahre an Ausgrenzung und Verfolgung und Vernichtung. Ich kann gar nicht verstehen, warum sie so lange Zeit es nicht geschafft haben, die Buhmann-Rolle loszuwerden. Bei den vielen Kriegen im Mittelalter haben sich die Menschen doch auch vermischt. Ja. Ich meine, da gab es Sachsen, Franken, Römer, Franzosen, Schweden. Und das hat doch irgendwann auch keine Rolle mehr gespielt, oder? Naja,
manche Menschen, Bayern zum Beispiel, die wollen ja heute noch ihren Freistaat und etwas Besonderes sein. Aber Spaß beiseite, es ist schon ein Drama, dass die Sinti und Roma nie eine richtige Chance bekommen haben. Ja. Immer wieder wurden sie ausgegrenzt und vertrieben und hatten so auch nicht die Möglichkeit, in der Gesellschaft überhaupt irgendwie anzukommen. Ich fände es toll, wenn es eine offene Gesellschaft gäbe, in der die Herkunft keine Rolle mehr spielt. Aber man sieht ja auch heutzutage bei den Flüchtlingsdiskussionen, dass es da zu vielen Widerständen kommt. Ich meine, als ich das letzte Mal auf einer Welcome-Demo war, natürlich vor Corona, da haben wir uns auch echt voll die krassen Kommentare von Passanten anhören dürfen. Ja, so eine Gesellschaft wäre ein schönes Ideal, aber leider war und ist die Realität anders. Da gab es zum Beispiel in der Weimarer Republik und im Dritten Reich Verwaltungsregeln, die nur für Sinti und Roma galten. Die waren ganz klar diskriminierend. Na super. Die Polizei hat damals zum Beispiel sogenannte Zigeunerdateien geführt. Die haben später bei der Deportation in KZs geholfen. Und nach dem Krieg hat die Polizei gerade in Bayern solche Dateien einfach weitergeführt, bis in die 90er Jahre. Okay, jetzt mal langsam. Das werden mir gerade echt zu viele Themen. Ich wollte doch hauptsächlich was über Anna erfahren. Wie hat sie das Ganze denn so als Kind erlebt? Und weißt du, ob sie schon als Kind Ärger mit den Nazis hatte? Ja, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, ein paar Minuten nur, dann suche ich was und dann spiele ich dir da was vor. Du könntest mir ja vielleicht in der Zwischenzeit einen Kaffee holen. Das wäre echt klasse von dir. Na gut. Kapitel 2: Kindheit, Eigenwahrnehmung und Ausgrenzung. Hier ist dein Kaffee. Danke, Schatz. Du hast was gut. Ich hab's hier gefunden. Also, Annas Familie hat, als sie so 5 Jahre alt war, in Heidelberg gelebt. Im Sommer sind sie viel gereist, aber dabei haben die Eltern immer gearbeitet. Das war also kein Urlaub. Wir fuhren im Frühjahr mit Pferd und Wagen über Land. Den ganzen Sommer über. Es war immer schön, frei zu sein wie ein Vogel. Es war nicht die Romantik, so wie man sie heute hinstellt. Es war das Brot. Was haben die da eigentlich gemacht? Und was meint sie mit Brot? Nun ja, Annas Eltern waren Korbmacher. Im Winter haben sie die Körbe hergestellt. Mhm. Und im Sommer sind sie dann rumgefahren und haben eben diese Körbe auf Märkten verkauft. Cool. Wir können ja mal weiterhören, wie das Leben damals so war. Oh ja. Wenn wir so unterwegs waren und die Polizei kam an auf Pferden. Sie hatten damals diese Schakos. Die blitzten schon in der Sonne von Weitem. Und wir Kinder hatten Angst. Wir wussten eigentlich nicht warum. Aber es war irgendetwas, das war nicht gut. Und wenn es hieß, die Polizei kommt an, und da sprangen wir in den Wohnwagen rein, verkrochen uns und das Bett und Schrank. Und der Hund war so dressiert, wenn der Name fiel, Polizei, war er als erstes im Wohnwagen und versteckte sich. Wenn das Wetter schön war, schliefen wir draußen und am freien Himmel. Platz war genug da. Es gab niemanden, der sich beschwerte. Denn wir sind die Lieben, die Natur, weil wir ein Teil ihrer sind. Und wir haben es immer geschätzt und heute noch. Was meinst du dazu? Irgendwie verwirrt mich das. Auf der einen Seite schildert sie das Leben so schön, mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein. Und dann war da irgendwie doch der Ärger mit der Polizei. Ja, das hat was Zweischneidiges. Wenn ich da, wo ich wohne, nicht angenommen bin, dann ist es schön, von da weg zu können. Und die Gründe dafür, die werden ja dann gerne mal ausgeblendet. Die Momente der sogenannten Freiheit sind dann die Höhepunkte, an die man sich später wirklich gerne erinnert. Stimmt. Aber sie hat ja gemerkt, dass ihre Beschreibung irgendwie ein bisschen zu schön klang. Sie hat ja auch am Anfang gesagt, dass es nicht so wirklich die Romantik war. Genau, sie hat gesagt, das war das Brot.
Eine andere Ausdrucksweise für das war wichtig fürs finanzielle Überleben der Familie. Da war auf der einen Seite das Erleben des Kindes und dann die harte gesellschaftliche Realität, die die Eltern, so gut es ging, von den Kindern weghalten wollten. Und so schildert Anna beides nebeneinander. Ich habe da noch so ein Beispiel. Hast du noch Nerv, das zu hören? Na los, mach schon. Es war ein schönes Leben. Es war ein leichtes Leben. Wir hatten damals unsere Großmutter bei. Sie sorgte für alles. Fürs Mittagessen, für die Reinlichkeit. Sie war Kindermädchen, sie war alles, weil die Eltern von früh bis abends unterwegs waren. Meine Eltern hatten das Geschäft angemeldet. Sie bezahlten Steuer. Wenn wir von Baden nach Württemberg oder nach Bayern, hauptsächlich Bayern, gereist sind, dann mussten meine Eltern, nicht nur meine Eltern, alles hinnehmen. Eine Zweitsteuer bezahlen, Gewerbesteuer. Die Steuer, die sie in Baden bezahlt hatten für das Gewerbe, hatte keine Gültigkeit in Bayern. Und diese Steuer war damals, da waren sie streng. Denn auch damals hatten sie Geld gebraucht. Und sie nahmen es, wo sie es konnten. Oft hatten wir einen schönen Platz und dann kam die Polizei. Wir waren gemeldet. Wir hatten so ein Anmeldebuch. Eins für die Schule und eins für die Gemeinde. Bekamen wir Aufenthaltsgenehmigung, 2-3 Tage, manchmal eine Woche, je nachdem, wie das Geschäft lief. Oft waren wir gemeldet, aber wir durften nicht stehen bleiben. Dann kam die Polizei und hat uns wegtransportiert. Und diesen Transport nannte man damals Schub. Ja, sie kontrollierten, nahmen alle Papiere weg. Und so transportierten sie uns von Bayern nach Hessen. Die Hessen nachher wieder nach Baden. Wenn man Pech hatte, war man wochenlang unterwegs. Ein Kreis schiebte uns dem anderen zu. Du merkst, beide Geschichten nebeneinander, das unfaire Verhalten von der Polizei, die Vertreibung und die Aussage, es war ein schönes Leben. Verglichen mit dem, was Anna später noch erlebt hat, war es wohl trotz allem die schönste Zeit in ihrem Leben. Vielleicht auch deswegen, weil sie zu der Zeit jung war. Und als Kind siehst du immer alles anders. Heute will ja jeder mit dem Wohnmobil oder mit einem Bulli durch die Gegend fahren und sich an einsame Plätze stellen. Also ich finde das auch schon ziemlich cool. Aber das ist ja eher so eine Modesache. Bei denen war es ja die einzige Chance, Geld zu verdienen. Und wenn es dann einem noch permanent schwer gemacht wurde und die Polizei versucht hat, einem die doppelte und dreifachen Steuern abzuziehen, dann ist das super ungerecht. Da war vieles ungerecht. Da gebe ich dir zu 100% recht. Und dann waren viele Vorurteile und Bilder schlichtweg falsch. Ich sag dir mal ein Beispiel. Viele nennen ja die Sinti und Roma das fahrende Volk. Stimmt. Und das, obwohl das sogenannte fahrende Volk nur zum geringsten Teil aus Sinti und Roma bestand. Aber jeder Ärger mit fahrenden Händlern wurde den Sinti und Roma in die Schuhe geschoben. Das passte zu den damals gängigen Vorurteilen und Vorverurteilungen. Das hätte ich nicht gedacht, dass es nur eine Minderheit der Sinti in Roma waren, die Reisende waren. Und die Verallgemeinerung und Verdrehung, die ging immer weiter. So hieß es, es sei nun mal die Art der Sinti und Roma so zu leben. Ihnen sei ein Wandertrieb zu eigen. Das ist so eine typische diskriminierende Lüge, die zur Ausgrenzung herangezogen wurde. Damals war die Lebensweise ja aus der Not geboren. Und dann wurden diese falschen Bilder, als der Begriff ihrer Rasse definiert wurde, mit reingepackt. Und viele dieser Bilder und Zuschreibungen sind noch heute in vielen Köpfen. Unfassbar. Ich brauche jetzt erstmal frische Luft. Das ist ja sowas von unfair. Ich glaube, ich könnte jetzt ein Eis vertragen. Kann ich eins haben? Ich meine, ich habe hier noch was gut bei dir.
Na klar, das Wechselgeld, das kriege ich aber zurück. Du kennst mich doch. Kapitel 3. Annäherung an Anna. Und wie war das Eis? Super lecker. Hier hast du das Restgeld. Aber mal noch eine Frage. Was hat dich eigentlich an Anna so fasziniert, dass du über sie berichten willst? Habe ich dir nicht schon mal gesagt, dass Anna ungefähr so alt war wie du heute, als sie ins KZ nach Auschwitz deportiert wurde? Nach Jahren in Auschwitz kam sie dann in ein Arbeitslager bei Siemens, musste für die Rüstungsindustrie der Nazis arbeiten und später auf einen Todesmarsch in der Nähe von Dachau gehen. Und den hat sie nur mit viel Glück überlebt. Und obwohl sie so viel erleiden musste, hat sie nie resigniert. Sie ist später ganz oft in Schulen gegangen und hat dort ihre Lebensgeschichte erzählt, weil ihr die Jugend wichtig war. Ich war mal dabei und das habe ich mitbekommen und das war unglaublich beeindruckend. Das glaube ich. Und jetzt, wo sie tot ist, finde ich es wichtig, dass ihre Geschichte lebendig gehalten wird. Mhm. Deshalb mache ich das hier. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Anna nach Auschwitz gebracht wurde? Eine Banalität. Sie sollte nach dem Onkel schauen, von dem die Familie lange nichts gehört hatte. Aber damals gab es eine Festschreibung, so hieß das. Die galt nicht für alle reisenden Berufe, sondern nur für Sinti und Roma. Sie durften ihren Wohnsitz nicht mehr verlassen. Mhm. Anna hat den Onkel gesucht und wurde natürlich unterwegs erwischt. Willst du mal reinhören, wie sie das schildert? Ja, ich glaube, ich schaffe das zuzuhören. Es gab noch einen Bruder von meiner Mutter. Die Frau war längst tot. Sohn und Tochter verschleppt. Er war sehr krank. Und die Mama machte sich Sorgen. Und so sagte ich, Mama, ich fahre dorthin. Ich bin schnell wieder zurück. Nein, mach das nicht. Du bleibst hier. Die Gefahr ist so groß. Ja, später erkannte ich, sie hat es geahnt, dass man mich verhaftet, weil ich den Wohnort verlassen habe. So war es auch. Ich konnte ihr die Nachricht nicht bringen. Und jetzt schildert sie den Transport im Viehwaggon. Ja, und so waren wir einige Tage unterwegs. Ohne Wasser und ohne Nahrung. Das ist ja wirklich total furchtbar. Jeder hing seine Gedanken nach. Angst, Hoffnungslosigkeit. Was wird werden? Ich wusste nicht, wo wir hinkommen. Ja, Auschwitz angekommen an der Rampe. Die Rolltüren zurück. Und dann hört man das Gebrüll. Da standen die Herren. Die SS. Die Herren über Leben und Tod. Schäferhund, Gewehr. Und dann ging es nur mit einer Daumenbewegung. So viel war der Mensch wert. Wie grausam. Ich meine, auf eine Art heißt immer Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Und dann geht man so mit Menschen um. Das ist so unmenschlich. Ja, sowas sollte kein Mensch erleiden müssen. Was Auschwitz war, habt ihr ja schon in der Schule durchgenommen. Und da kam Anna mit 16 Jahren hin und musste helfen, das Lager für die Sinti und Roma aufzubauen. Ja, wir haben da zwar einen Film gesehen und im Geschichtsbuch stehen da auch einige Kapitel drin. Aber wenn man die Stimme von jemandem hört, der das Ganze überlebt hat und sich das so vorstellt, wie das war, dann ist das was ganz anderes. Ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, wie sie das durchstehen konnte. Ja, sie war jung und gesund, als sie ins Lager kam. Das hat ihr das Leben gerettet.
obwohl sie über Jahre jeden Tag Angst haben musste, mit aussortiert und getötet zu werden. Die Arme. Und ja, kurz bevor das sogenannte Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau aufgelöst wurde, hat die SS die arbeitsfähigen Gefangenen aussortiert. So musste Anna zur Zwangsarbeit nach Wolkenburg. Aber das war ihr Glück, denn am nächsten Tag wurden alle, die im Lager geblieben sind, vergast. Okay, das Glück gehabt klingt in dem Zusammenhang irgendwie ziemlich ironisch. Weißt du, wie sie mit den Erlebnissen im KZ zurechtgekommen ist? Irgendwie zurechtgekommen kann ja vieles heißen. Irgendwie musste das Leben ja weitergehen, aber ich glaube, es gab nur wenige Tage, an denen sie ohne die Bilder, Erinnerungen, Gedanken an die Nazizeit leben konnte. Ich verstehe das nicht, wie wir Deutschen sowas machen konnten. Obwohl der Begriff wir Deutschen, den gibt es ja so eigentlich gar nicht. Weil ich meine, die Sinti und Roma, das waren ja auch Deutsche. Ja, da hast du recht. Einige aus Annas Familie haben im Ersten Weltkrieg sogar für Deutschland gekämpft. Und dann wurden sie ausgeschlossen und gejagt und vernichtet. Okay, ganz andere Frage. Opa und Oma haben diese Zeit doch auch erlebt. Haben die da eigentlich mal mit dir drüber gesprochen? Das war immer ein ganz schwieriges Thema. Oma war auf der Flucht von Schlesien in Richtung Westen. Also hat der Krieg der Nazis ihr das Zuhause genommen. Sie war übrigens so 3 Jahre jünger als Anna. Ihr Papa, also dein Uropa, hat sich geweigert, in die NSDAP einzutreten, auch wenn er dadurch Nachteile hatte. Echt? Die Oma war immer gegen rechts und hat allergisch auf alle Sprüche reagiert, die noch irgendetwas Positives an Hitler fanden. So wie der Spruch mit, er hat ja schließlich die Autobahn gebaut oder es war nicht alles schlecht. So Sprüche habe ich auch schon oft gehört. Ja, da konnte die Oma ziemlich an die Decke gehen, genauso wie Anna. Da waren die beiden sich ziemlich ähnlich. Aber als Kind hat sie von KZs und Kriegsverbrechen nichts mitgekriegt, die Oma. Aber die Flucht vor der russischen Armee, das war auch schrecklich und das hat sie mit durchmachen müssen. Aber die Schuld hat sie damals nicht den Russen, sondern eben den Nazis gegeben. Gestern haben wir ja zusammen die Tagesschau geguckt. Und wenn ich dann die Nachrichten von Afghanistan oder von Syrien sehe, dann finde ich das unglaublich, dass wir Menschen aus dem Weltkrieg noch immer nichts gelernt haben. Ja, das passt nicht zur sogenannten Krone der Schöpfung. Da gebe ich dir recht. Ich habe das mal in einem Aufsatz so geschrieben. Menschen abzuwerten, als Aussätzige oder Ungläubige zu verurteilen und sich so das vermeintliche Recht zu nehmen, an ihnen Verbrechen zu verüben, gibt es wohl schon von Anbeginn der Menschheit. Mhm. Aber gerade die Sinti und Roma und auch die Juden sind mit der Tradition an Ausgrenzung und Verfolgung da ganz besonders betroffen. Ja, das ging ja über Jahrhunderte. Nun ja, stell dir mal vor, im Mittelalter galten sie teilweise als vogelfrei. Da konnte man sie, ohne bestraft zu werden, töten. Fassbar. Und dann die gezielte Vernichtung bei Hitler. Da hat sich die Menschheit, weiß Gott, nicht zum Positiven entwickelt. Die Anna hat darüber auch philosophiert, wie Menschen bei sowas mitmachen konnten. Und da hat sie dann auch gerne mit den Schülern darüber diskutiert. Mhm. Das fand ich ziemlich eindrucksvoll. Vorspielen? Ja, klar doch. Ich verstehe das selbst nicht, wie sowas geht. Wie Menschen so grausam sein können. Wenn Menschen morden, gehen mit Menschen um wie Schrott und sie dann heimkommen, vielleicht zu Weihnachten, das Fest der Liebe, des Friedens, zu Frau und Kind. Sie sind liebenswert. Sie schäumen über vor Liebe. Wie kann Liebe und Vernichtung in einer Haut gedeihen? Wie kann beides stattfinden? Kapitel 4 Ausgrenzung, Diskriminierung und Ablehnung.
Wie kann Liebe und Vernichtung in einer Haut gedeihen? Wie kann beides stattfinden? Wie siehst du das eigentlich? Wie kann das Böse und das Gute gleichzeitig in einem Menschen sein? Ich glaube, das kann nur dann funktionieren, wenn man sich ein Pseudo-Weltbild zurechtlegt, quasi als Rechtfertigung des Ganzen. Bei den Kriegsverbrecherprozessen nach dem Krieg in Nürnberg, da haben viele Täter sich darauf bezogen, dass sie sauber nach Recht und Gesetz gehandelt haben. Sie hatten nämlich einen Befehl von oben und damit war es für sie legal. Und das Schlimme daran ist, dass die Gründe und die Sinnhaftigkeit von diskriminierenden Vorschriften häufig gar nicht hinterfragt wurden. Viel zu viele Menschen haben einfach mitgemacht oder eben geschwiegen. Wenn Sachen ungerecht oder falsch sind, dann nichts zu sagen, das ist ja so ein Thema. Das bekomme ich im kleineren Rahmen auch immer in der Schule mit. Zum Beispiel, wenn unser Mathelehrer immer die Schüler schlecht macht, die in Mathe schlecht sind. Dann sagt keiner was. Aber in der Pause regt sich dann jeder darüber auf. Aber ich meine, ich darf nichts sagen. Ich mache das ja selber. Ja, sich solidarisieren und früh genug einschreiten und einen Stopp sagen, das gehört leider nicht zu den Stärken von den meisten Menschen. Mhm. Und da schließe ich mich selbst nicht aus. Wenn ich nachdenke, fallen mir einige Situationen ein, auf die ich nun wirklich nicht stolz bin und bei denen ich hätte einschreiten sollen. Aber das sind ganz andere Sachen als die Dinge, die im Dritten Reich gelaufen sind. Lange nach dem Krieg hat Anna mal eine Frau getroffen, die früher bei den Nazis gewesen war und die versucht hat zu erklären. Anna war damals in einem Dorfcafé und hatte eine kurze Bluse an. Da konnte man ihre eintätowierte KZ-Nummer gut sehen. Okay. Und da kam dann eben eine Frau an den Tisch und ich kann dir mal vorspielen, was die Frau nach Annas Erinnerung so gesagt hat. Okay. Würden Sie mit mir mal eine Tasse Kaffee trinken hier? Ich musste hier sowieso rein, also ging ich mit. Und dann wurde ich ein bisschen neugierig, was wird da wohl noch kommen? Und dann sagte sie, bitte hören Sie mir zu. Wir waren sehr gute Nazis. Wir hatten Vermögen gehabt und als wir Nazis wurden, kam noch hinzu. Aber das, was man mit den Menschen getan hat, als wir das gesehen haben, das wollten wir nicht. Aber es gab kein Zurück. Wir wollten nichts vermissen. Wir wollten nichts von dem wieder zurückgeben. Ja, ich habe wohl keine Hand angelegt. Aber wir haben Mitschuld. Und dann sagte sie, bitte um Verzeihung. Ich kann nicht sagen, ich verzeihe. Dann nehme ich mir das Recht, im Namen auch all denen, die nicht mehr sind. Die können nicht reden. Und so sagte ich, Gott hat ihnen verziehen, ich auch. Sie stand auf, ging zum Bus und weg war sie. Das hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand traut, sich zu seiner Mitschuld und zu seiner Feigheit zu bekennen. Ja, aber das war eine ziemlich einmalige Sache. Meistens bekam Anna und eigentlich alle Sinti und Roma vorgehalten, dass es ja offizielle Gründe, so hieß es damals, zur Verfolgung gab. Glaubst du eigentlich der Frau, dass sie von nichts gewusst hatte? Nun ja, die Synagogen haben gebrannt. Das hat eigentlich jeder mitbekommen. Plötzlich fehlen Nachbarn. Schüler sind nicht mehr da. Oder ganze Menschengruppen werden an Deportationstagen zu Bahnhöfen getrieben und sind dann für immer weg. War das wirklich zu übersehen? Und wie konnte Anna dann sowas glauben und verzeihen? Anna hatte einen tiefen christlichen Glauben. Aus dieser Überzeugung konnte sie verzeihen. Aber sie wusste auch, dass sie kein Recht hatte, für alle zu sprechen und allgemein Verzeihung zu gewähren.
Gerade weil die Schuld nach dem Krieg nie wirklich anerkannt wurde, sondern die Gründe der Nazis zur Ausgrenzung oft weiter benutzt wurden. Und was waren das für Gründe, dass man erlaubt hat, Menschen einfach so zu töten? Tja. Also es ging Hitler um die Frage der Rasse, einer homogenen Rasse, die als Übermenschen die Welt beherrschen sollten. Andere konnten nicht Teil der Übermenschen sein, und um das dann zu beweisen, wurde mit pseudowissenschaftlichen Methoden gearbeitet. Da wurden absurde Nachweise für eine sogenannte saubere Blutlinie verlangt. Was soll das denn sein? Ja, die Sinti und Roma sollten über 4 Generationen nachweisen, dass sie auch arisches Blut in den Adern hatten. Ansonsten diente der fehlende Nachweis als Grund dafür, verfolgt und ins KZ gebracht zu werden. Die Regeln waren sogar strenger als bei den von Hitler so gehassten Juden. Und was waren das für Regeln? Ja, ich lese es dir mal vor. Also zu deportieren war, wenn von 32 Vorfahren 3 davon der Minderheit angehörten. Wenn es nur 2 waren, wurde man zum Volksgenossen erklärt. Also habe ich das richtig verstanden? Wenn von 32 Verwandten zurück bis zu den Urgroßeltern 3 Sinti oder Roma waren, wurden die Kinder und noch alle lebende Verwandten deportiert oder umgebracht. Ja, genau so war die Vorgabe. Aber das ist doch unvorstellbar. Ja, nach der Blut- und Rassenlehre der Nazis wurden dem Blut dabei noch weitere Eigenschaften zugeordnet. So erklärt es bei den Sinti und Roma laut Nazi-Denken den Hang zur Gesetzeslosigkeit. Sowas wurde als Wahrheit verbreitet und kaum hinterfragt. Und das hatte auch nach dem Krieg noch Auswirkungen. Wie das? Als es um Entschädigung als rassistisch Verfolgte des NS-Regimes ging, da wurde dann gesagt, es wäre nur zum Schutz der deutschen Volksgenossen passiert. Die Sinti und Roma wären ins KZ gekommen, weil die ja nun per se kriminell seien. Dass es nur eine Verbrechensvorsorge war. Also waren sie nicht rassistisch verfolgt und bekamen erstmal keine Entschädigung. Das klingt so absurd. Konnten die nicht irgendwie vor Gericht gehen und das einklagen? Nach deutschem Recht eigentlich ja. Aber das waren ja Richter, die das in der Bundesrepublik entschieden haben. Die waren oftmals auch schon unter den Nazis Richter. Mhm. Die haben sich in ihrer Denkweise natürlich nur wenig geändert und konnten nach dem Krieg trotzdem Karriere machen. Und diese Richter haben 1956 am höchsten deutschen Gericht noch behauptet, dass den Sinti und Roma ein krimineller Trieb zu eigen ist. Warte mal, ich suche das mal eben raus. Das hier ist echt der Hammer. Ja, hier. Also, das schreibt der Bundesgerichtshof 1956. Die Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und zu Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung von fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb zu eigen ist. Nach dem Weltkrieg wurde das geschrieben. Unfassbar. Wenn ich das höre, hätte ich wetten können, dass es von den Nazis geschrieben worden ist. Da wurden die Opfer ja quasi zum zweiten Mal zum Opfer gemacht. Als wären sie selbst daran schuld gewesen. Ich glaube, die, die das geschrieben haben, waren im Innersten immer noch Nazis. Und die haben ihre Ansichten nicht mal großartig versteckt. Und wann hat sich das geändert? Gab es für Anna noch mal sowas wie Gerechtigkeit? Nun, die ersten Anträge von Anna zur Anerkennung als rassistisch Verfolgte wurden abgelehnt. Stell dir mal vor, es hat tatsächlich bis 1982 gedauert, bis Helmut Schmidt als Bundeskanzler den Völkermord offiziell anerkannt hat. Und erst dadurch konnten viele Altverfahren wieder aufgenommen werden. Auch das von Anna, die dadurch einen Anspruch auf Entschädigung hatte. Das war zwar ein ziemlicher Kampf, aber letztendlich hat es ihr das Leben ein bisschen einfacher gemacht. Musste Anna echt gegen den Staat klagen? Ja, Anna hat die ersten Anträge selbst gestellt. Aber nach den Ablehnungen hatte sie die Zuversicht verloren, jemals anerkannt zu werden.
Das hat der Hessische Landesverband der Sinti und Roma dann für sie gemacht. Verband der Sinti und Roma? Wer war das denn? Als in den 80er Jahren um die Anerkennung gekämpft wurde, haben die Sinti und Roma Interessensvertretungen gegründet. Und die konnten dann natürlich besser für die Rechte der Betroffenen eintreten, als es ein Einzelner gekonnt hätte. Und so haben sie dann auch die offizielle Anerkennung als Verfolgte der Nazis erkämpft und auch dafür gesorgt, dass Anna eine Entschädigung bekam. So spät erst? Das waren ja fast 40 Jahre nach dem Krieg, bis das durch war. Voll der Hammer. Ja, da hast du recht. Das war der Hammer. Kapitel 5. Annas Nachkriegsleben. Mehrheiten und Minderheiten. Hey, darf ich wieder stören? Ist echt nichts los in den Ferien und total doofes Wetter. Ich brauche Abwechslung. Nee, du störst nicht. Immer noch bei Anna? Ja, das dauert länger, als ich geglaubt habe. Die Geschichten rund ums Konzentrationslager kann ich einfach nur dosiert ertragen, aber da bin ich jetzt durch und im Nachkriegsdeutschland gelandet. Wie ging es Anna denn dort? Anna hatte auch nach dem Krieg kein leichtes Leben. Guck mal hier, ich habe hier so einen Auszug. Nach 45 war nicht alles Gold. Wir waren nicht herzlich willkommen. Okay. Nachdem sie den Nazi-Wahnsinn überlebt hat, hatte sie selbst viel mit Krankheiten, die sie sich im KZ eingefangen hat, zu tun gehabt. Und dann hat sie geheiratet. Ihr Mann war auch im KZ in Auschwitz und wurde von dem bekannten KZ-Arzt und Kriegsverbrecher Mengele zu Menschenversuchen missbraucht. Was? Er wurde dadurch schwer krank und Anna hat ihn viele Jahre gepflegt. Und dann immer wieder diese Flashbacks, also die Erinnerungen an den Horror von Auschwitz. Aber jetzt will ich mal von dir wissen, was macht diese Geschichte denn bei dir und mit dir so? Also, ich habe natürlich drüber nachgedacht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob es die Ablehnung der Sinti und Roma in meiner Generation noch gibt. Dabei habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar keinen Sinti und Roma kenne. Aber dabei müsste es ja eigentlich in jeder größeren Stadt jemand geben. Also zumindest eine Familie. Aber bei mir in der Schule ist niemand. Wie kannst du dir das erklären? Als ob ich wüsste, wen du alles kennst. Nein, ich kann da nur spekulieren, aber mir fallen da schon ein paar Gründe ein. Du bist an einem Gymnasium. Nur ein ganz kleiner Teil der Sinti und Roma geht dahin. Und ob es für die dann vorteilhaft ist, zuzugeben, dass man Sinti oder Roma ist, also sich zu outen, das ist doch fraglich. Warum ist das ein Problem? Naja, die Diskriminierung im Alltag, die habe ich in einem Film für den Hessischen Landesverband mal thematisiert. Und da haben mir junge Leute in Interviews erzählt, dass sie in Schulen immer noch benachteiligt werden. Sie kriegen da nur wenige Chancen. Gib mir mal eine Minute, dann suche ich dir da mal was raus. Kannst dir auch 2 Minuten gönnen. Hier kommt's. Ich wurde halt wirklich in der Schule fast nicht wahrgenommen, dass ich existent bin. Ich konnte schon mit 5 Jahren, ich bin in die Schule gekommen und konnte lesen und schreiben. Aber die Frau hat mich so ignoriert. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, was Plus und Minus ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass das heute noch so ist. Das ist teilweise systematisches Mobbing. Und Mobbing ist Gift für eine gesunde Entwicklung als Mensch und als erfolgreicher Schüler. Ich habe da einen Artikel über ein Experiment gelesen. Da haben sie einer Gruppe gesagt, dass die Aufgaben, die sie lösen sollte, für ihre Klassenstufe eigentlich zu schwer seien. Mit dem Ergebnis, dass die Schüler im Gegensatz zur Vergleichsgruppe, denen das nicht gesagt wurde, auch schlechter abgeschnitten haben. Verständlich. In diesem Stil war es dann im Nachkriegsdeutschland an manchen Schulen üblich, Sinti- und Roma-Kinder direkt an lernbehinderte Schulen abzuschieben. Wie ungerecht. Mit dem Vorurteil im Kopf, die können das eh nicht besser. Und das hat dann auf vielen Ebenen Auswirkungen. Denn Bildung ist ja, wie wir wissen, total wichtig. Ja, natürlich ist Bildung wichtig. Und ich möchte ja auch studieren.
Aber ich finde es total ungerecht, wenn man Leute mit so einem Vorurteil schon abschiebt. Naja, da hast du natürlich recht. Ohne Bildung bleiben viele Berufe verwehrt. Und dann gibt es die familiären beruflichen Wurzeln, bei denen Kinder den Eltern nachstreben. Und das häufig in Berufen, die eben nicht so viel Schulbildung benötigen. Und genau deshalb gibt es in Bezug auf die Gesamtgesellschaft mehr Sinti und Roma, die zum Beispiel im Schaustellergewerbe sind oder die im Metallhandel sind oder die Musiker sind und so weiter. Zum Thema Musik fällt mir gerade noch was ein, als du das mit dem Blut bei den Nazis gesagt hast. Ein anderes Bild ist ja, dass die Sinti und Roma Musik im Blut haben. Das ist ja dann ein positives Bild, oder? Ja, das ist ein Bild, auf das viele aus der Gruppe stolz sind. Es gibt ja viele berühmte Musiker bei den Sinti und Roma und das ist ein Bereich, in dem sie anerkannt sind. Aber in Bezug auf das Blut ist das natürlich kompletter Schwachsinn. Es gibt ein bestimmtes Talent, das man vielleicht vererbt bekommt. Aber da gibt es nichts im Blut, das mich oder dich oder irgendwelche anderen Menschen musikalischer macht. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das musikalische Talent nicht von dir habe. Nee, von mir ganz sicher nicht. Aber ich glaube, dass die Musik bei Minderheiten einen höheren Stellenwert hat, weil sie ist ein verbindendes, ein gemeinschaftsbildendes Element und natürlich auch eine mögliche Einkommensquelle. Und wenn jetzt in der Familie viel musiziert wird, dann bekommen das natürlich die Kinder früh mit und wollen bei den Großen mitmachen. Also lernen sie früher und intensiver ihr Instrument, haben in der Familie super Lehrer und werden natürlich schlussendlich darauf viel besser als der Durchschnitt. Das war jetzt aber ein Vortrag, Herr Professor. Hast du das irgendwo gelesen oder hast du dir das gerade selbst ausgedacht? Ja, ich habe das mal in einer Forschungsarbeit über die Bedeutung von Musik in den Ghettos von Jamaika gelesen. Aber dachte ich mir doch. Das gilt auch für die Wurzeln des Blues bei den amerikanischen Sklaven. Da wurde und wird ja auch darüber geredet, dass da was im Blut ist. Stimmt, da heißt es, die haben Rhythmus im Blut. Genau dasselbe Prinzip. Und jetzt stell dir vor, wenn man das mit anderen Eigenschaften belädt, dann kann man das zur Ausgrenzung nutzen. Stimmt. Natürlich ist es wichtig, in einer Gruppe, die Ausgrenzung erlebt, positive Gegenbilder zu haben. Aber ich denke, man sollte die genauso hinterfragen wie die negativen Bilder. Sonst ist das meiner Meinung nach eine positive Diskriminierung. Da kannst du durchaus recht haben. Aber von meiner ersten Frage sind wir jetzt ganz schön abgewichen. Wir kamen vom Thema Nachkriegszeit zum Thema Schule. Da war die Anna doch als Zeitzeugin unterwegs. Wie kam es denn dazu? Annas Schlüsselerlebnis war ein Anschlag. Da haben Neonazis ein Haus mit Migranten angezündet. Und da war Anna klar, dass sie etwas tun muss, damit so etwas wie das Dritte Reich nicht mehr passieren kann. Mölln. Als mein Kind verbrannte. Und da musste ich raus. Darüber reden. Seitdem habe ich mir es zur Aufgabe gemacht, Zeitzeugin in Schulen zu sein. Kurz vor ihrem Tod hat sie es noch etwas drastischer gesagt, auch wenn man sie dann nicht mehr so gut versteht. Sie brauchte da schon ein Sauerstoffgerät zur Beatmung. Ich hatte oft das Gefühl, dass man das rausschreien muss. Morgens, mittags und abends. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wie lief so ein Zeitzeugenunterricht ab? Wir hatten sowas nicht. Ja, gute 10 Jahre lang besuchte Anna Schulen in Hessen. Sie erzählte über ihre Kindheit und die Zeit in Auschwitz, die Gräueltaten der SS. Und danach konnten die Jugendlichen Fragen stellen. Das war oft sehr, sehr intensiv. Ich habe sie da 2-mal bei begleitet. Und es war sehr eindrucksvoll, wie sie ihr Leben erlebbar gemacht hat. Und sie war deutlich, was die Kriegsverbrechen, die Unmenschlichkeit der Nazis anging. Kannst du mir das vielleicht vorspielen, wie sie das so gesagt hat? Ja, das kann ich, aber es ist nicht leicht zu verdauen.
Das weiß ich. Ich habe einen Film über die Gaskammern und den Holocaust gesehen. Aber ich denke, ich kann das vertragen. Ich meine, es ist ja immerhin die Wahrheit. Und dann kann ich Argumente sammeln, falls das mal wieder jemand verharmlost. Dann spiele ich dir mal was aus 1999 vor. Das war in einer Schule in Melsungen. Da hat Anna mit einem Zitat begonnen, um die Schüler auf die damalige Haltung der Nazis einzustimmen. Wir werden niemals roh und herzlos sein, wo es nicht sein muss. Wir Deutsche, die wir als Einzige auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja auch zu diesen Menschen Tiere eine anständige Haltung einnehmen. Heinrich Himmler, SS-Tagung in Posen. Er hat Wort gehalten. Der Transport war tierisch. Viehwaggon. Tage ohne Nahrung und ohne Wasser. Tierisch. Obwohl er sagt, wie als Einzigen. Hatten ja die Tiere geschätzt, aber uns nicht. Wir waren weniger als ein Tier. Der Durst war dann noch schlimmer als der Hunger. Die Lippen waren blutig, die Zunge dick. Und der SS-Mann sah dieses Elend. Dann scheute er nicht zurück. Er nahm sich auch seine Flasche. Er trank, der Hund bekam auch was. Da habe ich den Hund beneidet. Und das war ja nur der Anfang, die Ankunft. Ja, da kam leider noch viel mehr. Der tägliche Terror durch die SS. Hunger, Krankheiten, überall Tod. Und das alles musste sie als 16-Jährige miterleben, durchleiden. Mhm. Und die ständige Bedrohung, dass man bei Widerstand ermordet wird. Fast 23.000 Sinti und Roma starben allein in Auschwitz an Hunger, Krankheit, Erschöpfung oder wurden vergast, eben umgebracht. So Zahlen kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, das ist unser gesamter Ort. Und das nur in Auschwitz. Da gab es ja noch mehr KZs. Ja, mit Zahlen ist das schwer zu erfassen. Die Gesamtzahl der ermordeten Sinti und Roma geht in den Bereich einer Größenordnung wie eine Großstadt wie Frankfurt. Also insgesamt gehen Historiker davon aus, dass fast eine halbe Million Sinti und Roma in Europa Opfer wurden. Unfassbar. Und dann werden die, die überlebt haben, nicht mal als Opfer anerkannt. Heftig. Ja, das war ziemlich heftig, dann nicht als Verfolgte anerkannt zu werden. Gedanken zu den Themen Rasse und Schuld. Im Rassenwahn der Nazis sollte die Rasse der Zigeuner aus dem deutschen Blut verschwinden. Und dann war es laut deutschen Nachkriegsgerichten kein Völkermord aus rassistischen Gründen. Ich habe vor kurzem in den Nachrichten gehört, dass es gescheitert ist, den Begriff der Rasse aus dem Grundgesetz rauszunehmen. Das ist für mich so schwer zu akzeptieren, dass die Politik da noch nicht weiter ist. Ja, und das, obwohl Wissenschaftler schon mehrfach nachgewiesen haben, dass es aus genetischer Sicht überhaupt gar keine Rasse gibt. Die Gene von Ostafrikanern und Europäern sind identisch. Das haben hochrangige Wissenschaftler 2020 veröffentlicht. Hast du da eine genaue Quelle für? Das würde mich interessieren. Warte mal, hier. In der Jenaer Erklärung sagten sie, dass eigentlich Rassen durch Rassismus entstanden sind. Rassen sind nichts Biologisches. Es gibt keine biologische Grundlage für Rassen. Das ist im Prinzip ein soziales Konstrukt. Das haben wir letztes Jahr im Biologieunterricht durchgenommen.
Ich konnte mir das anfangs kaum vorstellen, dass die genetischen Unterschiede zwischen zwei Deutschen größer sein kann als zwischen einem Deutschen und einem Ostafrikaner. Hm. Ist ja das, was ich eben meinte. Ja, aber gut, Wissenschaft und Politik sind zwei verschiedene Sachen. Ich frage mich auch, warum die Richter und Politiker im Nachkriegsdeutschland es so lange abgelehnt haben, den Völkermord anzuerkennen. Nun ja, das ist schwer zu sagen. Vielleicht diente es dazu, sich von einer Schuld reinzuwaschen, die Opfer nicht anzuerkennen und mit alten falschen Vorurteilen weiter Ausgrenzung zu betreiben, hatte leider Methode und ohne einen öffentlichkeitswirksamen Protest im ehemaligen KZ Dachau hätte sich da vielleicht bis heute nichts geändert. Und was genau haben die dann da gemacht? Naja, sie haben einen Hungerstreik losgetreten und erst als die Presse darüber berichtet hat, haben die Politiker gemerkt, dass das vielleicht ein schädliches Bild auf sie wirft und dann sind sie aktiv geworden. Und die Sinti und Roma, die haben sich organisiert und waren nicht mehr alleine. Und so haben sie auch lange keine Ruhe mehr gegeben. Ich verstehe das nicht. Wir nennen uns ein christliches Land und verpflichten uns selber der Nächstenliebe. Und dann gehen wir so mit Menschen um. Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber beim Thema Christentum, da gibt es die ein oder andere Ungereimtheit. Wie meinst du das? Du hast eben zu Recht die Wissenschaft herangezogen, um die Rassentheorie in Frage zu stellen. Mhm. Wie sieht es mit dem Beginn der Menschheit nach dem christlichen Glauben aus? Naja, am Anfang gab es Adam und Eva, zumindest im christlichen Glauben. Das waren genau zwei Personen. Und? Also zwei Urvorfahren. Also ein Stammbaum der Menschheit. Eine Familie. Dann kann es ja auch gar keine Rassen geben. Genau. Aber die Politik ist da nicht klar. Zum einen sagen sie, es gibt Rassen und lassen es auch 2021 im Grundgesetz stehen. Und zum anderen glauben sie, dass es nur zwei Urvorfahren auf der Erde gibt. Das sind ja solche... Lass es, sag's nicht. Bei Facebook schreiben ja manche, dass man das Thema doch endlich mal ruhen lassen sollte und Deutschland nicht immer schuld ist. Was meinst du denn dazu? Ich glaube schon, dass du nicht schuld bist an dem, was Anna passiert ist. Aber in einer Gesellschaft, die aufgeklärt ist und die zu ihrer Vergangenheit steht, da gibt es eine Verantwortung, sensibel auf Ausgrenzung und Diskriminierung zu schauen und bei Unrecht dagegen vorzugehen. Aber ich glaube, ich habe eine super Tochter, die da schon auf einem ganz, ganz guten Weg ist. Das sehe ich auch so. Aber ich hatte ja auch gute Vorbilder. Ich finde, da muss man auf alle Gruppen schauen. Diskriminierung ist ja nicht nur gegen Sinti und Roma gerichtet. Auch Migranten oder Muslime oder Homosexuelle werden ja immer wieder verfolgt. Naja, das gilt für ganz viele Gruppen. Eben. Und wenn ich dann das von Ungarn höre, von der ungarischen Regierung, die sich christlich nennen und aber alle möglichen Minderheiten ausgrenzen, dann regt mich das total auf und macht mich irgendwie auch traurig. Ja, dann weißt du ja auch, warum ich bei den Nachrichten oft so desillusioniert bin. Ja, das habe ich ja schon oft mitbekommen. Ja, Anna ist gegen Diskriminierung und Lügen über das Dritte Reich immer sehr emotional vorgegangen. Und so hat sie zum Beispiel Werbestände für rechte Parteien in der Fußgängerzone aufgemischt. Genau das Thema Verantwortung hat sie oft mit den Schülern diskutiert. Ich kann gut verstehen, wenn Anna da ausgerastet ist. Wenn die Täter ein gutes Leben haben und eine gute Rente bekommen und die Verbrechen dann noch verharmlost werden. Das war bei einer Diskussion mit Schülern nach einem Zeitzeugenbericht. Frau Mettbach, haben wir Schuld? Müssen wir die Schuld tragen von unserer Großväter? Nein. Für euch hat das nichts zu sagen. Ihr werdet einmal für das einstehen, wenn ihr es genauso macht. Dann werdet ihr Schuld haben, nichts getan, nichts gesagt haben. Dann werdet ihr mit Schuld tragen. Okay, das sehe ich genauso. Wir sind für unsere Welt verantwortlich. Ob Diskriminierung oder Klimaschutz.
Deshalb gehe ich ja auch demonstrieren, um etwas für eine gerechte Gesellschaft zu tun. Und deshalb bin ich ja auch stolz auf dich. Nochmal zurück zur Schuldfrage. Da denke ich immer wieder an eine Geschichte, für die sich Anna für den Rest ihres Lebens immer wieder selbst die Schuld gegeben hat, obwohl sie gar keine Chance hatte. Das verstehe ich nicht. Was meinst du? Nun, nachdem die ersten KZs im Osten befreit waren, stellten die Nazis Todesmärsche zusammen, auch mit Zwangsarbeitern. Die Menschen sollten durch Erschöpfung sterben. Und Anna war mittendrin. Das war in der Nähe von Dachau. Und dann gab es einen Fliegerangriff auf den Häftlingstross. Das Durcheinander haben zwei Mädchen ausgenutzt und sind in der Nähe eines Bauernhofs abgehauen. Ich spiele dir das mal vor. Das ist aus einem Film über Annas Lebensgeschichte. Die SS hat noch nicht festgestellt, dass Häftlinge fehlen. Tauchen zwei Männer auf. Die zwei Mädchen waren aneinander gefesselt. Und der eine Mann hatte einen Korb mit Fressage. Die Flaschen waren noch zu sehen. Sie mussten sich ein Loch schaufeln. Die hatten dann solche Spaten, die man so auseinanderklappen kann. Hinknien. Der erste Schuss fiel. Sie fiel rein, sie lebte noch. Sie sagte was. Ich habe es nicht verstanden. Wir mussten ganz dicht dabei stehen. Ich hatte das Pech, dass ich und die Henny, die Sonja und die Linda, wir standen direkt da, in erster Reihe. Unmittelbar darauf fiel der zweite Schuss. Sie fiel auch von runter. Der eine SS-Mann kam an mit zwei Spaten. Jeder eine, vier. Wir mussten uns schnell zuschaufeln. Wir hatten uns nicht bewegt. Wir standen da und bewegungslos. Die da reinfiel, sie lebte noch. Kann man doch nicht zuschauen. Wenn nicht 30 Geiseln werden erschossen und ihr müsst sowieso dran glauben. Also, ihr habt die Wahl. Das ist ja wirklich total furchtbar. Wir haben geschaufelt. Wie grausam. Ich verstehe nicht, warum sie sich da schuldig gefühlt hat. Ich meine, sie hatte ja keine Chance. Wenn sie es nicht gemacht hätte, wäre sie erschossen worden und der Nächste hätte geschaufelt. Da kann sie doch nichts für. Ja, das Trauma der Überlebenden ist nicht unbedingt logisch. Sie fragt sich, warum darf ich leben und die Mädchen nicht. 50 Jahre später hat sie versucht, den Ort zu finden und hat sich dafür eingesetzt, dass die Gebeine der Mädchen auf einem richtigen Friedhof beerdigt werden. Und sie hat sogar den Bauernhof gefunden, aber die Nachkommen des Bauern haben sie nicht aufs Grundstück lassen wollen. Sie hat auch noch versucht, über den Bürgermeister Zutritt zu erwirken, aber das hat alles nicht geklappt. Und das hat ihr sehr zu schaffen gemacht, immer und immer wieder. Vielleicht war das der Grund, warum sie immer wieder über das Thema sprechen musste. Was meinst du? Ja, da hast du vielleicht recht. Aber leicht waren solche Vorträge für sie nicht. Vor so einem Zeitzeugenbericht war ihr schlecht und danach war sie oft tagelang total fertig. Aber es war ihr wichtig, mit der Jugend darüber zu reden. Wichtiger als die Preise, wie zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz, das sie unter anderem bekommen hat. Bundesverdienstkreuz? Wow, aber das zeigt ja, dass ihre Arbeit geschätzt wurde. Ja, da hat sich der hessische Ministerpräsident Bouffier persönlich eingesetzt. Sein Interview habe ich auch da. Da bin ich mal gespannt, was er zu ihr zu sagen hat. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich sie kennengelernt habe. Es liegt viele Jahre zurück. Wir sind ja beide Gießner. Und okay. Ich war bei irgendeiner Veranstaltung in Gießen-West, da wo sie auch oft war, und da habe ich sie kennengelernt, eine kleine, zierliche, aber ungemein
eindrucksvolle Persönlichkeit. Ihre Geschichte war mir bekannt, nicht so im Detail. Wir haben uns das später mal sehr intensiv ausgetauscht. Und ich denke mal, das ist mindestens 20 Jahre her. So, und dann hat der Kontakt immer bestanden. Und es war mir schon ein Anliegen, dass die Bundesrepublik Deutschland dieser Frau eine besondere Würdigung zukommen lässt. Und deshalb habe ich auch den Bundespräsidenten gebeten, sie auszuzeichnen. Und es war mir eine Freude. Aber ich wollte das auch selbst zu machen. Sie war hier im Hause, schon mit ihrem Atemapparat. Sie hatte große Probleme mit der Luft. Und trotzdem war sie unglaublich präsent. Und deshalb, auch wenn sie jetzt verstorben ist, sie ist mir sehr gegenwärtig. Und ich war sehr froh, dass ich die Ehre hatte, sie auszuzeichnen. Sie ist nämlich eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit und die wir auch nicht vergessen, wenn sie jetzt nicht mehr unter uns ist. Das ist ja eine Entwicklung. Bei der Entschädigung betrogen und dann mit Preisen geehrt. Aber auf die Ungerechtigkeit, die der Staat auch nach dem Krieg ihr noch angetan hat, geht er gar nicht ein. Also, dazu wurde er auch nicht gefragt, da muss man fair bleiben. Eine echte Entschädigung 40 Jahre vorher wäre ihr sicher auch wichtiger gewesen. Sie hat in der Zeit, in der sie ihren Mann gepflegt hat, ja auch nur eine kleine Beihilfe aus dem Härtefallfonds bekommen. Und die Rente bekam sie erst nach einem jahrelangen Kampf, den der Hessische Landesverband der Sinti und Roma für sie geführt hat. Immerhin, das ist doch gut. Ja, dann gab es eine Nachzahlung wegen der entgangenen Rente, die ihr zugestanden hätte. Und für mich der Hammer, die Ministerin von den hessischen Grünen hat die Rentennachzahlung dann um die Härtefallgelder gekürzt. Da fällt mein Weltbild zusammen. Ja, da versteckt sich mancher oder manche gerne hinter Paragraphen und traut sich nicht, den Ermessensspielraum voll auszuschöpfen, um Gerechtigkeit zu erzeugen. Auch aus Angst, angreifbar zu sein. Als ob es überhaupt sowas wie Gerechtigkeit nach so einem Leben geben könnte. Und was es sonst noch zu sagen gibt. Wer jetzt gerne mehr über Anna Mettbach erfahren will, kann sich beim Hessischen Landesverband der Deutschen Sinti und Roma in Darmstadt melden und bekommt da alle Infos zu Materialien. Da gibt es Bücher und Filme über Annas Leben. Im Internet findet ihr das unter www.sinti-roma-hessen.de. Und wer sich die Frage stellt, was kann der Einzelne tun, der dieses Wissen über systematische Ausgrenzung, Diskriminierung und Ungerechtigkeiten hat und sich fragt, was er oder sie damit anfangen soll, da frage ich doch meine Tochter. Also für mich heißt das, mich erstens zu informieren und zweitens nicht länger still zu sein, wenn ich Ausgrenzung, Diskriminierung und Mobbing erlebe. Und vielleicht können wir ja einen Film über Anna oder das Hörbuch an unserer Schule zeigen. Dann gewinne ich ja vielleicht Mitstreiter und wir laden Sinti und Roma ein, um sie besser kennenzulernen und ihre Sichtweise zu erfahren. Da hast du ja einige Ideen und ich hoffe, du bleibst da auf deinem Weg nicht alleine. Das Hörbuch Anna – Ein Menschenleben ist Anna Mettbach gewidmet. Sie wurde 1926 in Ulfa geboren und starb 2015 in Gießen. Das Hörbuch wurde 2021 von der Firma Synetic im Auftrag des Hessischen Landesverbandes der Sinti und Roma produziert. Idee, Buch und Regie Michael Schwarz, wissenschaftliche Beratung Josef Behringer, Projektleitung im Namen des Landesverbandes Rinaldo Strauß. Es sprachen Lena Fass und Ralf Krause. Tonbearbeitung Roche Porras. Musikproduktion Synetic Music. Wir bedanken uns bei Nora Schwarz und Andrea Schwarz für die Anregungen zur Überarbeitung des Hörbuchs.